Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich zu unserer Voitschak-Vorlesung begrüßen. Vision und Einfachheit, eine kurze Betrachtung der Geschichte der Physik. Besonders begrüßen darf ich natürlich die Mitglieder des Kuratoriums und des Beirates der Elf- und Max-Voitschak-Stiftung. Und mein ganz besonderer Gruß gilt selbstverständlich Herrn Dr. Alexander Unziker aus München, Physiker und Kosmologe, den wir heute ja ehren, dem Sinne, dass wir die satzungsgemäßen Ziele der Voitschak-Stiftung etwas näher beleuchten. Ich nehme an, dass so einige von Ihnen, die erinnern sind, die Voitschak-Stiftung selbst noch nicht kennen. Daher ein paar Worte vorher zu Max Voitschak und seiner Stiftung. Max Voitschak ist geboren 1911 und er ist hier Professor geworden, Honorarprofessor. Geboren ist er am 4. September 1911 in Berlin. Nach dem Abitur hat er eine kaufmännische Lehre vollzogen und dann war tätig in der Büromaschinenindustrie. Zunächst einmal bei der Deutschen Hollerith und hat dann anschließend der Maschinengesellschaft gearbeitet, später bei IBM und ab 1960 war er dort Leiter der Abteilung Grundlagenforschung für Computeranwendungen und damals soll man auch, glaube ich, ganz gut bezahlt haben bei der Firma IBM. Entwickle mit seinem Mitarbeiterstab eine ganze Reihe von innovativen Anwendungen der elektronischen Datenverarbeitung, vor allem bei der Sprachübersetzung. Er war dann schließlich auch noch Redakteur der IBM-Nachrichten und ist bekannt geworden durch zahlreiche Publikationen und sehr viele Vorträge, die er gehalten hat. Er hat dann auch einen Lehrauftrag bekommen in der Fachhochschule Konstanz. Das führte dann schließlich zur Berufung zum Honorarprofessor 1980. Und sein besonderes Interesse galt immer der Mathematik. Er war ja Mathematiker. Aber, wie so der Mathematiker, ja, er hat einige Thesen aufgestellt, die bei den Mathematikern selbst auf großen Widerspruch gestoßen sind. Die Mathematiker haben also ihn also als Außenseiter betrachtet, aber Max Voitschak hat sich nicht vor Säbelzahntigern gefürchtet. Und wenn die Mathematiker ihn angegriffen haben, hat er immer fröhlich gesagt, ha, die Mathematiker, die schäumen über meine neueste Arbeit. Das war. Er hat eine ganze Reihe von Publikationen, hatte ich schon erwähnt, sehr schöne Bücher, Strategie des Spiels, Berechenbares und Unberechenbares, zum Glücksspiel ist zum unternehmerischen Wettbewerb, Wahrscheinlichkeit und Zufall 1973 und 1977 Logik des Fortschritts, unser Leben zwischen Zufall und Plan, erschienen bei der Deutschen Verlagsanstalt und so kamen wir zusammen. Voitschak hatte nämlich so Bedenken bei einigen astronomischen Dingen, die er erwähnt hat und hat dann mich gebeten, das Manuskript einmal durchzulesen, da habe ich so einige Bugs noch beseitigt und da ist er gleich Mitglied unseres astronomischen Seminars geworden. Ja, und dann hat er 78 lässt sich der Zufall rechnen, Nutzen und Grenzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sein Hauptwerk ist 1986 erschienen, Gödel, Götzen und Computer, eine Kritik der unreinen Vernunft. Und sein Credo war, unser Vertrauen in die menschliche Vernunft ist zu einem Götzendienst an Ideologien verkommen. Sogar die Mathematik hat ihren Bezug zur Realität vernachlässigt. Und dadurch schon viele Menschen, selbst namhafte Wissenschaftler, in die Irre geführt. Eine Vernunft aber, die ihre eigenen Grenzen nicht erkennt, trägt ihren Namen zu Unrecht. Max Voitschak sagte, ich war ja bei IBM und offensichtlich hat er ganz gut verdient, hatte keine Kinder, seine Frau ist relativ früh verstorben und so hat er eine Stiftung gegründet. Sie wurde dann am 25. April 1989 vom Regierungspräsidium in Stuttgart auch genehmigt. Und § 2 dieser Satzung gibt den Stiftungszweck an, Wissenschaft und Forschung dadurch zu fördern, dass ideologische Einflüsse auf die Wissenschaft erkannt und verständlich dargestellt werden. Beispielsweise Paradigmenwechsel. Johannes Kepler war der Erste, der gesagt hat, alle Welt, einschließlich Nikolaus Kopernikus, war überzeugt, im Universum bewegt sich alles exakt auf Kreisen. Kepler hat den Sprung gemacht und sagt, nein, das sind keine Kreise, die Planeten bewegen sich auf Ellipsen. Ernst Lorenz Chladni, der bekannte Akustiker, wurde angegriffen, als er gesagt hat, Meteorite, die man am Boden findet, die sind Steine, die aus dem Weltall kommen, wurde für unmöglich erklärt.
genauso Wegener mit seiner Kontinentaltheorie. Max Wolczak hat dann im Alter von 80 Jahren mir ein Bild gezeigt und hat gesagt, ja, was ist denn das? Ich habe einen Helm aufgehabt und so drei Strippen. Und er hat gesagt, das ist, ich bin jetzt Paraglider. Ich fahre immer in die Schweiz im Urlaub und fliege mit dem Fallschirm herunter. Ich habe gesagt, Wolczak, ist das nicht gefährlich? Nein, nein, das ist der ideale Seniorensport. Der passt da sehr lustig. Leider ist er ja dann drei Jahre später, dann 1993, verstorben, für immer. Wesentlich ist, dass die Wolczak-Stiftung jetzt immer darauf achtet, Persönlichkeiten auszuzeichnen, die gegen den sogenannten Mainstream ein bisschen auftreten. Und so hat die Stiftung, das Kuratorium und der Beirat beschlossen, heute Herrn Dr. Alexander Gerhard Hunziker einzuladen. Denn es ist ja so, dass in der Physik ja, und auch vor allem in der Kosmologie, bestimmte Theorien und Hypothesen von vielen Wissenschaftlern vertreten werden. Und ein Außenseiter hat es dann manchmal Schwierigkeiten, wenn man gute Ideen hat. Herr Hunziker hat in München die Schule besucht, 1984 dort das Abitur abgelegt, schließlich das Studium der Physik ergriffen und gleichzeitig der Rechtswissenschaften an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Er hat dann 1989 ein Auslandsstudium gemacht in Bologna und gleichzeitig im gleichen Jahr das erste juristische Staatsexamen abgelegt, 1993 schließlich Diplom in Physik und das zweite juristische Staatsexamen. Er hat sich aber auch mit anderen Dingen beschäftigt, nämlich mit Hirnforschung und Neurologie. 1994 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für medizinische Psychologie. Schließlich 2000 Staatsexamen für das Lehramt der Gymnasien, also auch Pädagoge für Mathematik und Physik. Und last but not least die Promotion an der LMU bei Professor Rentschler, Institut für medizinische Psychologie, summa cum laude. Es freut mich, dass Herr Hunziker spontan zugesagt hat, zu uns zu kommen. Und ich darf ihn nun einladen, zu uns zu sprechen. Vorher möchte ich aber noch auf seine Bücher hinweisen. Das erste Buch, das ich von ihm in die Hand bekam, von Urknall zum Durchknall. Müssen Sie lesen. Es gibt also viele Lacher, wenn Sie das genau lesen. Wurde prämiert als Buch des Jahres 2010. Das zweite Buch, Auf dem Holzweg durch das Universum. Und das dritte Buch, Einsteins verlorener Schlüssel. Das sind längst nicht alle Publikationen. Es gibt jetzt ein neues über das Fake des Higgs-Teilchens, das bei CERN gefunden worden ist. Das ist das letzte Buch. Das habe ich gerade erst bestellt. Ich habe es noch nicht in den Händen gehabt. Da Hunziker inzwischen weltweit bekannt ist, hat er das natürlich jetzt in Englisch geschrieben, aber das ist heute die Wissenschaftssprache. Ja, Hunziker hat auch keine Angst vor dem Säbelzahntiger. Er hat selbst diesen Vergleich gebracht und hat gesagt, ja, wenn man heute Außenseiter ist, ist es so wie in der Steinzeit, wenn einer aus der Gruppe ausgestoßen wird, dann wird er Opfer des Säbelzahntigers. Aber Herr Dr. Hunziker ist mutig. Und ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt das Wort erteilen kann. Sie wird uns jetzt einiges über die Physik erzählen. Sie haben das Wort. Ja, Herr Professor Keller, vielen Dank für diese netten einführenden Worte. Sie haben ja ganz viel aus meiner Vergangenheit schon berichtet. Vielen Dank dafür. Ich freue mich besonders, dass ich hier so eine herzliche Aufnahme erfahren habe und freue mich, dass ich hier die Max Wolczak Vorlesung halte. Der Name der Max Wolczak Stiftung für ideologiefreie Wissenschaft scheint mir so wichtig, dass ich meinem eigentlichen Titel Vision und Einfachheit noch ein paar Überlegungen voranstellen will. Und tatsächlich, wie der Zufall so spielt, ist mir der Name Max Wolczak schon in der 11. Klasse bekannt geworden durch dieses Büchlein, Lasst sich der Zufall rechnen. Ich hatte das also 1981, glaube ich, mal gelesen. Und ich habe das bekommen von einem Mitschüler, dem Karl Fabian, ein guter Freund von mir. Und dieser Mitschüler hat eigentlich entscheidend beeinflusst meine Beschäftigung mit der Physik. Erstens mal, dass er mich dazu gebracht hat, überhaupt auch Physik zu studieren. Und ich hatte in ihm
immer einen außergewöhnlich kompetenten Gesprächspartner in den letzten 35 Jahren zu allen Themen der Physik als Mathematiker und Geophysiker. Und das finde ich ist außerordentlich wichtig, weil nur wenn Sie einen Gesprächspartner haben, dem Sie absolut vertrauen können, können Sie da mal sich öffnen, auch ein Unwissen zeigen und sagen, du, ich habe das auch gelernt und gerechnet, aber das Gefühl, so richtiges verstanden zu haben, habe ich noch nicht. Wie geht es dir dabei? Vorstellen kann ich es mir noch nicht ganz. Ja? Nur wenn Sie so offen miteinander reden können, können Sie auch Zweifel äußern, können Sie mal wirklich alles nochmal auf den Tisch bringen und sagen, stimmt das jetzt wirklich? Und dann, oder sind wir trotzdem noch falsch gewickelt mit dieser Annahme? Und diese Möglichkeit, für die bin ich außerordentlich dankbar, dass ich ja, solche Dinge immer diskutieren konnte, immer Zweifel äußern konnte, alles hinterfragen konnte. Und in der praktischen Wissenschaft ist das ja nicht mehr so ganz der Fall. Das ist auch die Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, ob Diplom oder Doktorarbeiten oder viele anderen Gruppen, in die man dann Einblick bekommt. Selbst eine kleine Arbeitsgruppe, da können Sie bestimmte Fragen nicht stellen oder so. Ja, gibt es, müssen wir das glauben von dieser alten Veröffentlichung oder warum gibt es das Institut hier überhaupt oder macht die Arbeitsgruppe nicht auf dem falschen Weg? Da gibt es einfach schon Dinge, dann gibt es Hierarchien, dann haben Sie einen Betreuer, dann gibt es den Chef, dann gibt es die Gutachter und so. Das ist ein kleines, auch unter Leuten, die sich gut verstehen, ist das ein kleines bisschen schwieriger. Und natürlich, je größer die Gruppen werden, wenn Sie jetzt ganz, ganz große Forschergruppen haben, wie das heutzutage der Fall ist, dann wird es noch schwieriger. Ja? Wenn Sie jetzt mich mit Teilchenphysikern unterhalten, und die Erfahrung habe ich jetzt auch oft gemacht in den letzten Jahren, dann kommen Sie sehr oft auf Argumente wie, ja, sagen wir, wie ist denn das? Ja, aber das ist ja längst etabliert, oder das ist ja schon lange ausdiskutiert, oder so viele Leute haben das schon nachgeprüft. Weil das ist ja kein Argument in der Sache. Ne? Oder gerade das Argument, es muss ja stimmen, was Sie hier machen, weil wir haben ja einen Ruf zu verlieren beim CERN oder so, ne? Oder am DESI. Also diese Dinge, die treten dann auf, dass man nicht mehr so offen reden kann, dass man bestimmte Dinge nicht mehr in Zweifel ziehen darf. Und das ist natürlich ein bisschen gefährlich im Hinblick darauf, dass man in die Ideologie reinrutschen kann. Ja? Jetzt, das ist nicht unbedingt ein Vorwurf. Der Bestsellerautor Yuval Harari in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit, der sagt, ja, größere soziale Gruppen, die brauchen einfach eine Ideologie oder Religion oder einen Mythos, um zusammenzuleben, sonst können die nicht existieren als Gemeinschaft. Ja? Das müssen wir ein Stück weit anerkennen, wenn man sagt, das sind jetzt 10.000 Leute zusammen und die machen an so einem großen Forschungseinrichtung dann Teilchenphysik oder auch Kosmologie, dann entstehen automatisch solche Zwänge. Was passiert dann? Dann, ich sage mal, Anzeichen von Ideologisierung. Wenn Sie dann Zweifel äußern, dann werden Sie diffamiert und sagen, das ist ja Unwissen. Ne? Also gehen Sie, wenn Sie jetzt heute irgendwo zu sprechen mit Teilchen oder auch mit vielen anderen Physikern und sagen, ja, was ist jetzt eigentlich die Evidenz für Quarks, ja, Teilchen unterhalb des Kernlevels, dann sagen die, ja, das ist ja, also wie können Sie und so weiter. Ne? Also sobald Sie diese Glaubensbekenntnisse nicht ablegen, ja, wird Ihnen das als Unwissen interpretiert. Sie wüssten nicht, was Quarks sind. Natürlich weiß ich es, natürlich hat man es gelernt. Aber wenn Sie dann fragen, ja bitte, gehen wir doch mal zu diesen inelastischen Streuexperimenten von Kendall, Friedman und Taylor, die dann den Nobelpreis gekriegt haben, 1990, was war denn da genau das und das? Dann sind plötzlich die, die es nicht mehr wissen, ne? Weil sie einfach diesen Grundstock an, ja, ich muss jetzt mal sagen, Ideologie mitbringen, ohne die so eine Forschungsgruppe nicht mehr existieren kann. Und dann gibt es lustige Ausgrenzungsreaktionen, dass natürlich dann sofort jeder zum ja, Kränk oder Verschwörungstheoretiker, ist auch so ein beliebter Begriff, ja. Also ich meine,
Johannes Kepler, ja, das ist ein Verschwörungstheoretiker, würde man den heute nennen, was der gesagt hat. Unglaubliche heretische Dinge da, ja. Kopernikus, waren in dem Sinn alles Leute, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben sollte. Und dann gibt es auch so, ja, Kontaktverbote. Der war mit dem da irgendwo zusammen auf einer Konferenz, ja. Oder was ich auch oft höre, der Wissenschaftler, nö, den können Sie nicht zitieren, weil der hat ja da und dort einen Fehler gemacht. Alle großen Wissenschaftler haben Fehler gemacht. Ja. Der Einstein, der hat vielleicht zu oft dann die Quantenmechanik angegriffen. Der Niels Bohr, der einer der größten Visionäre war, hat manchmal Dinge geschrieben, wo man sagt, das ist eigentlich Geplapper oder so, das ist nichtssagend, ja. Ernst Mach, den ich ganz, ganz hoch schätze als einer der wichtigsten Visionäre aus der Physik, ja, der wird manchmal kritisiert, weil er nicht an Atome geglaubt hat. Ja, dann hat er sich halt geirrt. Noch dazu damals, 1890, hat er ja zum Teil recht gehabt, weil da wusste man ja vieles noch nicht. Also das sind so Tendenzen von Ideologisierung, die da auftreten. Und dann gibt es also diese soziologischen, psychologischen Effekte, und dann gibt es natürlich in der Sache selbst auch genug Ideologisierungen, fehlende Falsifizierbarkeit. Ja? Also ich rede jetzt nicht über physikalische Theorien, die überhaupt kein Experiment mehr anbieten können. Das sage ich jetzt, tut mir leid, aber da braucht man nicht drüber reden. Aber subtiler eigentlich, was dann oft noch als gute Wissenschaft verkauft wird, wenn ich einfach beliebig ein Modell erweitern kann und sage, habe ich ein Ergebnis, das widerspricht? Ja gut, dann baue ich halt irgendwas an das bisherige Modell. Ja? Und also mathematisch A oder nicht A, ne, sind zwei widersprechende Aussagen, aber egal was herauskommt, das ist beides toll. Wir haben immer was zu feiern. Ne? Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die Nobelpreisbegründung in 2013 anschauen, ein Meilenstein für die Teilchenphysik und ein unglaublicher Erfolg für das Standardmodell, weil das Higgs-Teilchen jetzt das komplett macht und das ist der letzte Baustein und jetzt freuen wir uns, dass es so gut funktioniert. Also sozusagen A ist toll und dann 2015 ist wieder ein Meilenstein, weil es gibt jetzt Evidenz dafür, dass das Standardmodell nicht funktioniert, also inkomplett ist. Also entweder es ist gut oder es ist nicht gut. Also das sind so Dinge, wo man sich manchmal fragt, ja, gibt es irgendwas, was wir da nicht feiern können? Oder irgendein Ergebnis, das jetzt eine Krise wäre oder so? Also diese Modelle der Physik, die heute bearbeitet werden, die sind natürlich sehr, sehr kompliziert. Da gibt es also Anbauten und Anbauten und Anbauten. Muss, glaube ich, was jetzt nicht alles wiederholen, was da Top-Quarks und Beauty-Quarks und Charme und in drei verschiedenen Farben und Geschmäckern, und da fragt man sich natürlich manchmal so, ja, ist das wirklich die Natur oder so, ja? Oder hat es doch Ähnlichkeit mit so ein bisschen Mythos, der vielleicht andeutet, man hat noch nicht alles verstanden. Also wir haben ein sehr, sehr kompliziertes Gebilde hier heute und mein Zugang ist, dass ich sehr, sehr viel auf die Wissenschaftsgeschichte schaue und ich finde, manchmal sollte man sich einfach erinnern an die Leute, die wirklich was herausgefunden haben. Und wenn Isaac Newton da sagt, die Wahrheit findet man, wenn dann, ja, in der Einfachheit, nicht in der Vielfältigkeit und Vermischung der Dinge. Ich finde, mehr kann man eigentlich da jetzt gar nicht mehr dazu sagen. Ne? Ja, deswegen wie gehen wir jetzt vor, wenn wir verstehen wollen, wie die Natur funktioniert? Wir können nicht alles neu erfinden, wir können nicht alles in Zweifel ziehen. Ja? Ist jetzt was eine fundierte Theorie, auf die man sich noch verlassen kann, oder ist es ein Gebilde, das einfach jetzt wahr ist, weil es viele Leute erzählen? Und ich bin auf der Suche nach objektiven Kriterien dafür, was ist es ein Anzeichen für eine Ideologie und was ist eigentlich immer ein Zeichen gewesen, dass wirklich was herausgefunden wurde. Und meine Beobachtung,
denke ich, wissenschaftliche Revolutionen gehen immer mit einer konzeptionellen Vereinfachung einher. Jetzt fragen Sie vielleicht, ja, was ist denn Einfachheit? Ist das vielleicht auch eine Ideologie oder so? Nö, aber ganz trocken gesprochen, Einfachheit in der Physik, in den Naturgesetzen heißt weniger freie Parameter. Ja? Wenn wir einfach die Sterne betrachten, sagen 100.000 Sterne am Sternenhimmel, da hat jeder zwei Koordinaten, da haben wir 200.000 freie Parameter und sagen, glauben daran, so hat es der liebe Gott gemacht. Ja? Das wäre aber noch kein großes Verständnis an, wenn man 200.000 freie Parameter hat. Ja? Es hat immer, die Fortschritte waren immer dort, wo man also weniger freie Parameter zur Beschreibung hatte, damit auch weniger Naturkonstanten. Das ist also das, was ich vorschlagen würde. Und ja, da kann man ein paar Blicke in die Geschichte werfen. Das ist der derzeitige Zustand der subatomaren Teilchen. Also Sie müssen das nicht alles lernen. Ja. Das hat Enrico Fermi dazu gesagt, junger Mann, wenn ich mir alle diese Namen merken könnte, wäre ich Botaniker geworden. Und Dirac hat es ein bisschen anders ausgedrückt, also Dirac war ja schon weit vorher, aber das müssen Sie sich mal vorstellen, Paul Dirac, der 10 Jahre seines Lebens gegrübelt hat, weil er verzweifelt war, es gab da zwei Elementarteilchen, das war ihm zu viel, er hat nicht verstanden, warum ist das eine so viel schwerer als das andere, er wollte eine Begründung haben, er wollte es einfach verstehen, ja? Und heute hat man also Unmengen dieser Elementarteilchen und kann sich ja nur ausmalen, was der Dirac da dazu gesagt hätte. Ganz ähnlich ist es in der Kosmologie. Ja? Die Teilchenphysik hat ein bisschen einen Vorsprung in diesen ganz, ganz vielen Zahlen, die sie vorschlägt. Aber die Kosmologie ist auch auf diesem Weg. Also ein Kosmologe, den ich sehr schätze, den Mike Disney, der sagt 17 Parameter in der Kosmologie und wir haben eigentlich nur 13 unabhängige Beobachtungen. Das ist nicht gesund. Ja? Wir bilden uns hier was ein, bestimmte Zahlen in der Natur zu erkennen, die eigentlich nur sagen, wir haben es noch nicht ganz verstanden. Ja. Nur nebenbei bemerkt, also ich habe ein Interview mit dem Mike Disney gemacht, das ist auch auf YouTube. Das ist für mich auch eine Quelle der Erkenntnis, wenn ich mit Wissenschaftlern spreche, die pensioniert sind, die einfach raus sind aus dem Betrieb, die keine Doktoranden mehr haben, die sie finanzieren müssen und keine Anträge mehr schreiben müssen. Das ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass jemand Klartext redet. Und die Leute müssten eigentlich öfters zu Gehör kommen, finde ich auch. Also der Mike Disney. Ja, wir haben also die Situation in der ganzen Physik eine gewisse inflationäre Entwicklung dieser Zahlen, diese unerklärten Zahlen. Und solche Sachen haben natürlich auch andere Leute schon bemerkt. Der Thomas Kuhn hat ein berühmtes Buch geschrieben, Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, hat beschrieben, dass eine Anomalie, also etwas, was nicht passt, immer darauf hindeutet, dass halt eine Annahme vorher doch nicht ganz gestimmt hat, aber anstatt die ganze Theorie zu verwerfen, tendieren Wissenschaftler dazu, dass sie so Anbauten machen, dass sie sagen, jetzt erfinden wir einen neuen Parameter, eine neue Zahl, das ist halt so und dann geht es irgendwie weiter, das Leben. Ja? Und Alarmsignal ist halt wirklich immer eine Komplizierung der wissenschaftlichen Theorien. Dann. Dieses Zitat passt auch immer sehr schön, so lästig auch die offene Frage sein mag, wenn sie durch eine Ausrede beseitigt ist, entfällt auch die Notwendigkeit, über die Sache nachzudenken. Das hat natürlich Erwin Schrödinger gesagt, bevor es sowas gab wie die dunkle Energie und das Topquark, aber es passt schon sehr gut und trifft auch den Kern der Sache, dass man immer wieder Modelle erweitert. Das kennen Sie sicher als Besucher des Planetariums, das mittelalterliche Planetenmodell. Und heutzutage scheint uns das natürlich, da lacht man drüber, wie kann man so was Lächerliches erfinden, aber es waren ja die klügsten Leute, ja, die dahinter standen, die Kirche und die intellektuelle Elite, da konnte niemand eigentlich daran zweifeln, dass das nicht sehr sorgfältig und richtig eigentlich ist. Ne? Und trotzdem gab es einfach Anzeichen dafür, dass da was nicht stimmt.
Und König Alfonso von Kastilien dann sagte, hätte mich der Herrgott bei der Schöpfung um Rat gefragt, ich hätte was Einfacheres empfohlen. Ja? Der hatte ein gutes Bauchgefühl für den Wert dieses Modells. Und ja, deswegen ist mein Versuch, und ich glaube, man kann in der Wissenschaftsgeschichte tatsächlich Evidenz dafür finden, Fortschritte sind Vereinfachung. Je weniger freie Parameter, desto besser. Und ich habe so ein Schema. Na, erstmal, ja, wenn wir hier Kepler noch ehren, also ein ganz, ganz ja, triviales Beispiel fast, anstatt dieser vielen Epizykel, die dann ja, einen Radius brauchen und einen Differenten und noch irgendwas anderes, ein Exzenter, was einfach Zahlen sind, gibt es einfach bei der Ellipse halt nur zwei Zahlen, die die Form der Ellipse beschreiben. Das ist ganz, ganz trocken technisch gesprochen eine Vereinfachung, eine Datenreduktion. Aber es gibt noch ein anderes Element und ich glaube, man kann Revolutionen in der Wissenschaftsgeschichte im Wesentlichen diesen drei Schritten zuordnen. Nämlich erstens gab es da eine visionäre Idee, dann eine Mathematisierung, eine Gleichung, die dann revolutionär ist und dann wurde ein Parameter eliminiert. Dann gab es eine Naturkonstante weniger. Was meine ich ja damit? Diese visionäre Idee wird oft unterschätzt, weil die ist unmathematisch, aber die erfordert eine unglaubliche Kühnheit im Denken. Und diese Kühnheit, die hatte natürlich Newton, indem er sagte, es könnte ja sein, dass die irdische Gravitation von dem Apfel am Baum die gleiche Ursache hat wie die himmlische von dem Mond, der sich um die Erde herumdreht. Ich meine, diesen Mut musste man erstmal haben im 17. Jahrhundert, das zu denken. Ich glaube, diese Leistungen werden also oft unterschätzt. Er hat natürlich Vorläufer gehabt, aber es lag schon eine Genialität allein in diesem intuitiven Gedanken, ja, in diesem vereinheitlichen Gedanken. Und die Gleichung, wenn jetzt hat er halt das durchgedacht, er hat ein mathematisches Modell entwickelt, er hat gerechnet, er musste nebenbei auch noch den Konzepte der Beschleunigung überhaupt erstmal sauber entwickeln, das war ja eine unglaubliche Leistung. Und dann kam er drauf, auf dieses quadratische Abstandsgesetz und sagte, okay, was wir bisher als Erdbeschleunigung 9,81 so kennen, das ist in Wirklichkeit die Anziehungskraft, die im ganzen Sonnensystem gilt und hängt eben von dem Erdradius ab. Und darin liegt jetzt die konzeptionelle Vereinfachung. Man könnte sagen, vorher gab es Naturkonstanten, die der liebe Gott gemacht hat, groß G, die Erdmasse, den Erdradius und das klein G und jetzt gibt es halt einfach eine weniger, weil die erklärt ist. Das klein G ist nichts Besonderes mehr. Am Mond ist es 1,67 und am Uranus ist es 8, irgendwas, aber es hat den Status einer Naturkonstante verloren und damit ist es wieder einfacher geworden. Wir haben weniger Naturkonstanten. Und ich glaube, dieses Muster sehen wir jetzt in ganz vielen Bereichen der Wissenschaft. Nehmen wir Robert Mayer, ja, hier aus diesem Land, der auch eine unglaubliche visionäre Idee hatte, die Wellenbewegung, die könnte sich in Temperatur umsetzen. Wenn wir eine Wasserflasche schütteln, dann wird die irgendwann wärmer. Geniale Idee. Der war mathematisch sogar relativ unbeholfen, ja, hat einen Fehler gemacht, warum? Deswegen ist er auch als Außenseiter also kritisiert worden. Aber die revolutionierende Gleichung ist hier einfach, ja, die kinetische Energie eines Elementarteilchens ist eine Naturkonstante, K, die Boltzmann-Konstante mal die Temperatur, die natürlich dann wegerklärt ist. Heutzutage würden viele Physiker sagen, ja K, das ist keine Naturkonstante, ja, das ist ja bloß eine Definition der Temperatur. Ja, das stimmt schon. Aber zu der Erkenntnis können wir nur kommen, wenn wir verstanden haben, was Robert Mayer gemeint hat, nämlich dass Wärme nichts anderes als kinetische Energie ist. Das muss man ja erstmal verstanden haben. Ja? Dann haben wir wieder eine Naturkonstante weniger. Ein Beispiel, wo jetzt die visionäre Idee ein bisschen mehr auf der Hand lag, Max Planck hat also die beiden Enden seines Strahlungsgesetzes betrachtet und gesagt, ja, hier ist diese Funktion so, da ist sie so, ja, da gab es zwei Strahlungsgesetze, könnte ich nicht die in eine Form bringen? Ja? Das war jetzt eine eher, Max Planck hat also dann
die Idee gehabt, diese beiden Strahlungsgesetze in eine Form zu bringen. Und die beiden Konstanten, also die Konstante vom Rayleigh-Jeans und die vom Winschen Verschiebungsgesetz, die wurden jetzt zu einer Konstante. Auch eine Vereinfachung. Ja? Jetzt habe ich nur mehr eine Konstante und nebenbei eine ganz, ganz wichtige Konstante, nämlich das Planck'sche Wirkungsquantum H ist daraus geworden. Ganz große Revolution, Vereinigung der Elektrodynamik mit der Optik. Ja? Die Konstante Epsilon 0, diese elektrische Feldkonstante, die was über die Stärke der elektrischen Kraft aussagt, und μ0, die magnetische Kraft definiert, die kann ich im Labor messen, die haben plötzlich was mit Lichtgeschwindigkeit zu tun. Das ist ja sensationell. Ja? Das war also Wilhelm Weber, der dann einen Versuch gemacht hat mit Kohlrausch um 1850, die zum ersten Mal die Idee hatten, das könnte zusammenhängen. Und dann hat es gestimmt. Ja? Die Revolution, die hat vielleicht am allermeisten unser tägliches Leben verändert. Ohne die gibt es kein Handy, kein Fernsehen, keine elektromagnetischen Wellen. Wenn es nicht Heinrich Hertz dann bestätigt hätte in seinen Versuchen. Aber die konzeptionelle Idee dahinter ist, ich hatte drei Naturkonstanten vorher und jetzt habe ich einfach nur mehr zwei. Eine ist unwichtig geworden durch diese Gleichung. Ja? Oder gehen wir zur Atomphysik. Auch eine meiner Lieblingsfiguren, der Johann Jakob Balmer, der da in dem festen Glauben erfindet was heraus, verschiedene Lichtlinien des Wasserstoffatoms untersucht hat. Ja? Zu seiner Zeit kühn, weil alle anderen haben gesagt, was machst du da, irgendwelche Lichtlinien, ist irgendein so ein chemischer Schmutz, den du da untersuchst, machst du Zahlenmystik. Heute würde man sagen, er macht Zahlenmystik, indem er versucht hat, Brüche von natürlichen Zahlen damit in Verbindung zu bringen. Ja? Und er hat, also gut, er hat vier Wasserstofflinien der Balmer-Serie betrachtet, aber es gibt ja so unendlich viele Linien, die man mit der Formel erklärt, müssen Sie sich vorstellen. Entweder Sie haben als Daten, als Naturkonstanten 100 Lichtlinien des Wasserstoffatoms oder Sie haben nur eine einzige Rydberg-Konstante R, die der Balmer dann herausgefunden hat. Das ist eine Wahnsinnsvereinfachung. Ja? Muss man mal genießen, wie der da drauf kam und plötzlich diesen einfachen, schönen mathematischen Zusammenhang entdeckt hat. Ja. Das war praktisch der erste Schritt der Atomphysik und dann dauert es 25 Jahre und dann kommt noch eine zweite Stufe drauf. Diese Rydberg-Konstante, die jetzt bisher eine tolle Naturkonstante war, die ist jetzt auch weg erklärt. Weil Niels Bohr die fantastische Idee hatte, diese Naturkonstante H inzwischen von Einstein, von Fotoeffekt und die Max Planck entdeckt hat, diese Naturkonstante H, die könnte plötzlich eine Bedeutung in der Atomphysik haben. Das ist ja auch ein ganz, ganz genialer Gedanke, finde ich, heute hört man den fast nicht, aber da muss man ja auch erstmal drauf kommen und sagen, ich nehme eine Konstante, die bisher nur in der Kosmologie oder nur ein bisschen bei Licht zu tun gehabt hat, die übertrage ich plötzlich auf die Atomphysik. Er war einfach der Erste, der da drauf kam. Und im Ergebnis haben wir jetzt wieder eine sensationelle Vereinfachung. Wir drücken diese Naturkonstante, die Rydberg-Konstante, aus durch ja, im Prinzip Elektronenladung, Planck'sche Konstante und Lichtgeschwindigkeit. Und dann noch korrigiert mit den Massen der Elementarteilchen, darin liegt tatsächlich vielleicht der größte Fortschritt der ganzen Quantenmechanik. Wir haben eine wichtige Naturkonstante neu erklärt. Jetzt werden Sie vielleicht fragen, wie geht es denn eigentlich bei der Relativitätstheorie, woran lag darin die Revolution? Da ist es ein bisschen anders, insofern, weil Einstein vielleicht zu genial war, zu sehr seiner Zeit voraus mit der Theorie, mit dem E gleich mc Quadrat oder auch mit der Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c Quadrat. Wenn Einstein diese Relativitätstheorie noch nicht entwickelt hätte, wenn die Experimentatoren vorausgeeilt wären, wie das heute eigentlich immer der Fall ist, dann wäre man sicher irgendwann draufgekommen und hätte gesehen, oh, wenn ich
Teilchenbeschleuniger werden die irgendwie ein bisschen schwerer, werden ein bisschen träger. Oh, oder wenn ich Uhren irgendwie in ein Gravitationsfeld reinbringe, dann gehen die plötzlich langsamer. Ja? Dann hätte man also Anomalien entdeckt, hätte irgendwelche Konstanten vielleicht postuliert für 2, 3, 4 Effekte der Zeitdilatation und der Längenzunahme und so weiter. Und dann wäre plötzlich einer gekommen und sagt, oh, ich erkläre es mit einer Konstante, mit einer schon bekannten Konstante des Lichts. Ja? Aber es ist natürlich auch eine sehr, sehr einfache Darstellung von ganz viel Phänomenologie, die wir hier in der Relativitätstheorie haben. Ja, jetzt kann man natürlich die Frage stellen, haben alle Revolutionen schon stattgefunden? Ja? Oder gibt es noch Naturkonstanten, die vielleicht eliminiert werden könnten? Wie viele Naturkonstanten benötigt die Physik überhaupt? Gibt es einen zwingenden Grund, dass die Physik Naturkonstanten benötigt? Oder wäre es theoretisch denkbar, dass wir mit purer Mathematik einfach die ganze Realität beschreiben? Ich finde, es lohnt sehr nachdenken und da, das ist natürlich ein ganz anderer naturphilosophischer Zugang zur Physik. Wenn man sagt, ja, ich möchte verstehen, ich möchte Naturkonstanten erklären. Ja? Heutzutage, muss man sagen, es ist fast eine andere Wissenschaft geworden, weil heutzutage macht man große Experimente und dann wertet man die aus und dann kommen irgendwelche Zahlen raus und dann ist gut. Aber man fragt eigentlich, man beschreibt eigentlich mehr, als dass man erklärt oder geschweige denn versteht an der ganzen Sache. Wenn man diese historische Perspektive aber einnimmt und sagt, Revolutionen waren immer ja, eine Naturkonstante weniger, müsste man sich eigentlich schon fragen, geht es nicht weiter oder ist es nicht ein bisschen naiv, dass wir daran glauben, es gäbe sowas wie eine Naturkonstante, die den Wert 6,67 × 10⁻¹⁰ hat, ja, wie die Gravitationskonstante. Damit meine ich jetzt nicht diese Zahl, die ja willkürlich ist und von unseren Einheiten abhängt. Ja? Aber die Tatsache, dass es überhaupt eine derartige Konstante gibt, für die gibt es eigentlich keine richtige Begründung. Ja? Wenn man jetzt also weiterdenkt, gibt es ein paar interessante Dinge. Und da bin ich auch, glaube ich, mit Einstein einig, der sagt, ich kann mir keine vernünftige Theorie vorstellen, die eine explizite Zahl enthält, welche die Laune des Schöpfers ebenso gut anders hätte wählen können. Ja? Die Teilchenphysik produziert halt Dutzende solcher Zahlen. Aber eine prominente Zahl, die auch der Einstein schon kannte, war also die Feinstrukturkonstante der Elektrodynamik. Also verschiedene Naturkonstanten kombiniert sind sie. Die Elementarladung oben, unten das Planck'sche Wirkungsquantum, dann die Lichtgeschwindigkeit und die elektrische Konstante. Dann kommt plötzlich eine Zahl heraus, eine geheimnisvolle Zahl, 137,0359. Und keiner hat eine Erklärung dafür. Ja? Richard Feynman hat mal gesagt, eigentlich müsste jeder gute theoretische Physiker diese Zahl an die Wand schreiben und jeden Tag sich den Kopf drüber zerbrechen oder so. Ja. Aber fragen Sie mal, wie viele Leute das halt tun. Ich glaube sogar, dass es da wirklich noch an der visionären Idee fehlt, an der konzeptionellen Idee, wie könnten diese Größen zusammenhängen. Aber richtig verstanden, ich glaube, da sind wir uns einig, richtig verstanden hätten wir es erst, wenn wir die Zahl berechnen. Mal sagen, das ist jetzt irgendwie Pi hoch 5 mal so und so, so und so, oder Integral, irgendeine geniale Theorie, ich weiß es auch nicht. Aber eigentlich müssen wir uns die Frage stellen. Verstanden hätten wir es erst, wenn wir die Zahl berechnen, und dann würde natürlich gleichzeitig eine dieser Naturkonstanten wieder überflüssig werden. Eine sehr wichtige Elementarladung oder Lichtgeschwindigkeit oder Planck'sches Wirkungsquantum würde dann überflüssig, wenn man die Zahl berechnen könnte. Deswegen, das ist ganz sicher eine noch ausstehender Fortschritt der Physik, in dem also so eine richtig gute Quantenelektrodynamik, die den Namen verdient, ja, die wirklich einen Grund dafür angibt, warum hängen die Dinge zusammen, die gibt es eigentlich noch nicht. Ja, und ein weiterer Punkt, wo ich glaube, da könnte es theoretisch einen Fortschritt geben, das ist bei der Gravitationskonstante. Und da kann man, glaube ich, ein bisschen konkreter sogar was dazu sagen. Es ist sogar
Einstein selbst gewesen, der hier ein bisschen die Tür aufgemacht hat, in einer praktisch unbekannten Publikation über den Einfluss der Schwerkraft auf die Ausbreitung des Lichts 1911 und ein Vorläufer 1907. Und da beschreibt er die Ablenkung des Lichtes an gravitierenden Massen einfach mit, so wie man das in der Optik macht. Da ist ein Glas oder Wasser, hat eine Brechungszahl und dann wird das Licht so reingebrochen. Oder sie haben so, kann man den Versuch machen, so einen netten Versuch, Zuckerlösung reinschütten und dann sieht der Laserstrahl so richtig gebogen aus im Wasser. Ja? Sie wissen, in der allgemeinen Relativitätstheorie ist einer der wichtigsten Effekte die Lichtablenkung an der Sonne, die mit der allgemeinen Relativitätstheorie dann erklärt wird. Der erste Versuch, den Einstein dazu unternommen hat, war diese optische Analogie. Wir sagen, probieren wir doch mal aus, dass wir hier einen Brechungsindex haben und die Lichtgeschwindigkeit in der Nähe von schweren Körpern einfach ein bisschen abgesenkt ist. Dann hat er gleich eine Formel dazu entwickelt und durch einige Wirren in der Geschichte diesen Weg nicht weitergemacht. Aber es gab viele andere Leute, die ganz, ganz ähnliche Ideen hatten und die habe ich jetzt so zusammengestellt, wer da alles damit zu tun hatte. Also Einstein hatte die Idee 1907, 1911. Es hängt sogar mit den Dirac'schen Hypothesen zusammen, auf die ich noch komme. Robert Dicke, ein bekannter amerikanischer Astrophysiker, hat einen wichtigen Anteil dran. Dennis Sharma, ein Kosmologe, hat auch eigentlich die gleiche Idee gehabt und sogar Erwin Schrödinger hat was dazu beigetragen. Und natürlich der die visionäre Idee gehabt hat, war eigentlich Ernst Mach. Und ich komme gleich drauf auf diese Idee von Ernst Mach über die Gravitation und das Universum. Aber das Interessante daran, die wussten alle nichts voneinander. Die wussten alle nichts voneinander. Der einzige Robert Dicke, der sich auf das Mach'sche Prinzip bezogen hat, Dicke wusste nichts von Einstein 1911, Dirac wusste nichts von Einstein, Dirac hat nie den Mach erwähnt, der Schrödinger wusste nichts und so weiter. Einfach, so war das damals. Was ist jetzt dieses Mach'sche Prinzip? Der Mach hat also diesen interessanten Gedankenversuch gemacht. Stellen wir uns doch mal vor, warum wandert hier eigentlich in einem Eimer die Flüssigkeit den Rand hoch, wenn ich den Eimer drehe. Ja? Sagt ja, Newton hat gesagt, es gibt einen absoluten Raum und basta. Ja? Deswegen habe ich da eine Zentrifugalkraft und ja, so ist es halt. Und dann kommt Mach und sagt, könnte das nicht sein oder könnte ich mir nicht auch vorstellen, das Wasser würde an den Eimer hochgehen, wenn die Galaxien aus dem Universum oder alle Massen im Universum plötzlich um uns herum rotieren würden. Das ist ein genialer Gedanke. Ja? Natürlich kann leider das Experiment nicht in dieser Art, kann man nicht ausführen. Noch dazu, wo Mach auch gar nichts von Galaxien wusste. Aber der Gedanke ist insofern visionär, weil er gesagt hat, alle Massen im Universum sind die Ursache der Trägheit, möglicherweise. Also könnte es nicht sein, dass alle Massen im Universum verantwortlich sind für das Phänomen der Gravitation überhaupt. Und das ist schon was, was ich eigentlich für eine visionäre Idee halte, die tragischerweise war es ihm nicht vergönnt, einfach die weiterzuentwickeln. Das mussten dann Leute später machen. Und einer, der es unwissentlich auch weiterentwickelt hat, war es eben Einstein in dieser Formel. Also erstens mal ist hier noch beschrieben, in seinem Notizbuch, wie die Lichtablenkung einfach durch eine Analogie zur Optik stattfindet. Und in dieser Formel oben, die der Einstein 1911 hinschreibt, ist eigentlich der Gedanke vom Ernst Mach enthalten. Er schreibt hier nämlich das Gravitationspotenzial hinein in eine Gleichung mit c², eine veränderliche Gleichung mit c². Und das Gravitationspotenzial, das kann ich natürlich vom ganzen Universum betrachten. Ja? Kann also Gravitationskonstante mal Masse eines Himmelskörpers geteilt durch den Abstand, dieses Newton'sche Gravitationspotenzial, kann ich auswerten fürs ganze Universum. Das Pech ist nur, Einstein kannte ja das Universum 1911 nicht. Die Kosmologie hat ja erst begonnen mit
Edwin Hubble oder mit der Entdeckung der Galaxien dann. Ja? Das heißt, er konnte noch nicht sehen, dass dieses Gravitationspotenzial tatsächlich von der gleichen Größenordnung wie die Lichtgeschwindigkeit ist, wie das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit. Das ist eine ganz entscheidende Koinzidenz, weil wenn wir jetzt wieder Wissenschaftsgeschichte machen, was war denn der Anstoß für diese großen Ideen? Ja? Der Wilhelm Weber, der hat erstmal gesehen, ja Moment mal, die Lichtgeschwindigkeit, Einheiten rechne ich, dann ist das Gleiche plötzlich wie diese elektrischen Konstanten. Und dann ja, hatte er die Idee. Diese Idee, die konnte Einstein nicht haben, aber diese Koinzidenz ist ganz, ganz erstaunlich. Ja, dass die Gravitationskonstante in der gleichen Größenordnung liegt wie das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit mal der Radius des Universums geteilt durch die Masse des Universums. Und das hat 1925 Erwin Schrödinger als allererster in einer Veröffentlichung festgestellt. Ja. Ohne dass er Schrödinger kannte, ist jetzt über 30 Jahre später entwickelt Robert Dicke eine Theorie der Gravitation, eine alternative Theorie der Gravitation, die auf variabler Lichtgeschwindigkeit basiert, das heißt auf der gleichen Analogie zur Optik, wie sie Einstein 1911 im Auge hatte, ohne dass er von Einstein wusste. Ja? Korrigiert dabei auch einen Fehler, den Einstein gemacht hatte, schreibt diese Formel nochmal auf, leicht verändert und sagt, der Brechungsindex sieht vielleicht so aus, und schreibt dann, das finde ich besonders schön, die Argumentation, er sagt, die rechte Seite dieses Terms, Gravitationskonstante mal Masse geteilt durch den Abstand von der Sonne, durch c², ist eine kleine Zahl, eine ganz kleine Zahl, so ein Millionstel, die offenbar mit dem Gravitationspotenzial der Sonne zu tun hat. Könnte es nicht sein, dass diese 1 zustande kommt durch alle anderen Massen im Universum? Dass es einfach nur das gleiche Gravitationspotenzial wieder durch c² dividiert ist. Vom Standpunkt des Mach'schen Prinzips aus betrachtet, sagt Dicke, ist es ein höchst befriedigendes Ergebnis. Er wiederentdeckt also den Schrödinger mit noch größerer Genauigkeit und einer, den man auch nicht vergessen darf, obwohl er es in anderem Zusammenhang diskutiert hat, ist also der Dennis Schermer, der auch ein sehr originelles und schönes Paper geschrieben hat 1953 über den Ursprung der Trägheit, indem er auch diese Formel entwickelt, diesen Zusammenhang. Ja, jetzt sind wir wieder eigentlich an der Stelle und ich finde diese visionäre Idee von Ernst Mach zusammen mit den Leuten, die ich genannt habe, die steht eigentlich an ähnlicher Stelle wie früher, als Newton sagte, wir haben hier eine Gravitationskonstante, eine klein g, aber wir erklären die mit noch was Größerem. Und dann haben wir eine Revolution und haben eine Naturkonstante erklärt und wirklich viel verstanden von der Gravitation hier im Sonnensystem. Aber es gibt immer noch eine unerklärte Sache daran, diese große, das Groß g, die Newton'sche Gravitationskonstante. Und jetzt sagt Ernst Mach, könnte es nicht sein, dass dieses Groß G, dass das bestimmt ist durch alle Massen im Universum, dass sich das berechnen lässt. Nochmal, er konnte es leider nicht berechnen, 1883, er hat die Daten nicht dazu gehabt. Aber es stimmt. Es stimmt in der Größenordnung überein. Ja. Also das ist eine Perspektive, glaube ich, die sehr, sehr spannend wäre, die zu verfolgen, weil es eine auch Einsteins erste Idee war, sich auch formulieren lässt als äquivalente allgemeine Relativitätstheorie und weil es uns vor allem diesen naturphilosophischen Gewinn eigentlich einbricht, wir hätten eine sehr, sehr wichtige Naturkonstante eliminiert. Die Gravitationskonstante wäre damit erklärt, genauso wie früher das Klein-G erklärt wurde. Noch ein Grund, warum ich das spannend finde, eine Zahl, die ich Ihnen noch unterschlagen habe, aber ein Gedanke, der auch sehr visionär und interessant ist. Es gab eben das nur mit dieser Zeitverschiebung. Also
Mach 1883, 1911 Einstein mit seinem Gedanken, 1915 dann, wie sich die Relativitätstheorie, die konventionelle weltweit etabliert, und dann sind alle glücklich, dann gibt es die Expedition von dem Eddington und Einstein ist berühmt, und die normale Formulierung der allgemeinen Relativitätstheorie ist zementiert, und dann später erst kommen diese kosmologischen Beobachtungen. Ja, diese Gedanken, was steckt eigentlich hinter der Gravitationskonstante. Aber so, dass man eigentlich, sage ich mal, schon die Welt überzeugt war von dem, da gibt es jetzt eine Gravitationskonstante und da denkt man nicht mehr drüber nach, und das Fass wurde nicht mehr aufgemacht. Und dann kommt also 1900, in den 30er Jahren, also Anfang der 30er Jahre, macht Edwin Hubble die Beobachtung, dass sich das sieht die Rotverschiebung im Universum, dann kann man zum ersten Mal abschätzen, ja, wie viel Masse gibt es denn überhaupt im ganzen Universum. Und dann finde ich auch was charakteristisch eben ist für jemand wie Dirac, wie der dachte, der sagt, es gibt noch eine unerklärte Zahl in der Natur, nämlich wenn ich mir ein Wasserstoffatom vorstelle, das einfachste Objekt im Universum, da wirken ja zwei Kräfte. Das Elektron wird durch die elektrische Kraft angezogen. Aber da ist ja eigentlich noch Gravitationskraft dabei. Ja? Viel, viel, viel schwächer. Und dann rechnet er aus und so jetzt, Moment mal, das ist ja 40 Größenordnung, das ist eine unvorstellbar große Zahl, 2,29 mal 10 hoch 39. Ja? Eine Zahl mit 39 Nullen, um so viel, um diesen Faktor ist die elektrische Kraft stärker als die Gravitationskraft. Und der Dirac ist verzweifelt eigentlich, weil er sagt, tut mir leid, aber da hören meine mathematischen Fähigkeiten auf. Wer kann schon aus vernünftiger Mathematik mit Integralen und Pi, wer kann da schon so eine Zahl herausbringen? Ja, das geht nicht. Er war nahe dran aufzugeben. Und dann sagt er, nach diesen Beobachtungen, Moment mal, im Universum gibt es diese Zahl ja nochmal. Wenn ich die kleinste Länge betrachte, die vorkommt, nämlich die Größe des Protons, 10 hoch minus 15 Meter, und die aus den Daten der 30er Jahre, der momentane Horizont des Universums, 10 hoch 26 Meter, wenn ich die dividiere, kommt nahezu die gleiche Zahl raus, also in der gleichen Größenordnung, auch mit ungefähr 40 Nullen die Zahl. Und dann sagt Dirac, das ist schon Wahnsinn, also da muss es einen Zusammenhang geben. Da sagen die Leute immer, ja, es ist Zufall und ja, es kann alles sein und so. Und die merken nicht, dass sie zweimal hintereinander im Lotto gewinnen, so ungefähr. Weil das ist ja nur ein Teil der Geschichte. Die zweite Dirac'sche Koinzidenz, die ist noch ein genauso großer Zufall. Nämlich wenn Sie jetzt die gesamte Masse im Universum betrachten und fragen, ja, wie viele Teilchen sind es denn eigentlich? Also man dividiert im Prinzip durch die Masse des Wasserstoffatoms. Dann kommt man auf 10 hoch 78 Teilchen. Und 10 hoch 78 ist ja genau das Quadrat dieser riesengroßen Zahl 10 hoch 39. Ja? Das heißt eine zweite unabhängige Koinzidenz. Ein Zufall. Will man an das Christkind wirklich glauben jetzt? Man muss das wirklich ganz klar sagen. Wenn zum Beispiel Elementarteilchen, ja, wenn die eine Million mal schwerer wären, ja, gäbe es uns Menschen vielleicht genau, wo ist das Problem? Kein Problem eigentlich. Ja. Elementarteilchen wären eine Million mal schwerer, es gibt eine Million weniger im Universum. Würde die erste Koinzidenz immer noch stimmen, aber die zweite nicht. Das bedeutet, wieder naturphilosophisch, hat sich die Natur was dabei gedacht, dass die Elementarteilchen so groß und schwer sind, wie sie sind, oder nicht? Heute können Sie einen beliebigen Physiker fragen, würde sagen, nö, so ist es halt, brauchen wir uns keine Gedanken machen oder so. Ja? Ich meine nicht, vielleicht hat sich die Natur doch was gedacht. Und von wem findet man so eine Aussage auch? Sie erraten es. Einstein, da gibt es ein schönes Buch von Alexander Moskowski, heißt er, glaube ich, der den Einstein interviewt hat in den 20er Jahren. Und Einstein sagt interessanterweise, die Natur realisiert aber nur Elektronen von ganz bestimmter Größe. Das hat was zu bedeuten. Wir müssen daran glauben, dass uns die Natur Aussagen bringt, nicht alles so einfach so, so ist es halt, so schwer und nicht weiter nachdenken. Ja? Also, diese Dirac'sche Hypothese der großen Zahlen,
die lässt sich auch anders formulieren, indem man sagt, die Größe und Masse der Elementarteilchen, die ist nicht zufällig gerade, sondern die, da hat sich die Natur was dabei gedacht, beziehungsweise hängt das sogar mit diesen kosmologischen Parametern zusammen. Dirac sagt also, es gibt also einen tiefen Zusammenhang zwischen Kosmologie und Teilchenphysik. Würde heute auch niemand, kaum jemand da zustimmen, weil das einfach nicht in die Philosophie passt. Was soll das miteinander zu tun haben? Ja, sagen die Leute, ja, wir wissen, es gibt hier verschiedene Kräfte und vielleicht eine fünfte Kraft und es ist dann so. Dirac hat da anders gedacht. Ja, das wäre also eine Sache, die in dem Sinn noch fehlt. Ja, und vor allem diese Idee von Einstein und Dicke, diese variable Lichtgeschwindigkeit, die stimmt jetzt tatsächlich auch überein, ist mit dieser Dirac'schen Hypothese. Ja? Jetzt vielleicht manche von Ihnen, muss ich mal so sagen, denken vielleicht, da nimmt jemand den Mund ein bisschen voll, der immer Vorsicht, wenn jemand alles erklärt, so ungefähr. Ich muss jetzt ehrlich sagen, Sie müssen sich ein bisschen auseinandersetzen damit, wenn Sie einsteigen wollen, warum ist das so jetzt? Warum wäre das so, dass die Teilchenzahl tatsächlich genauso erscheint, so groß, wie sie ist? Ja? Aber ich kann auch nicht mehr sagen, als die Leute, erstens haben die was rausgefunden in der Wissenschaft, zweitens haben sie das und das geschrieben und wenn man die beiden Sachen nebeneinander legt, dann ist das halt ähnlich oder fast das Gleiche. Ja? Und sie wussten nichts davon. Also muss das doch Anlass sein, dass man darüber nachdenkt. Ja, und jetzt noch ein philosophischer Ausblick. Also wenn man wirklich dahin kommen würde, die Gravitationskonstante zu erklären, ja, das wäre schon sicher sehr schön, aber wir hätten immer noch zwei Naturkonstanten übrig. Und wenn wir es schaffen würden, die Feinstrukturkonstante auszurechnen, ja, wir hätten immer noch zwei Konstanten übrig, die sozusagen widerstehen und sagen, Lichtgeschwindigkeit und Plancksche Konstante, die gibt es immer noch. Ist das denknotwendig so? Ist die Physik gar nicht anders vorstellbar, als dass es die beiden Konstanten gibt? Und das ist was, das beunruhigt mich selbst fast, weil an der Stelle muss man sagen, ja, woher kommen diese Konstanten eigentlich? Eigentlich war es ja so, wenn man in die Wissenschaftsgeschichte schaut, Lichtgeschwindigkeit wird entdeckt, das ist erstmal so eine astronomische Kuriosität. Ja? Newton glaubte ja, das Licht breitet sich unendlich schnell aus, der hat darüber nicht viel nachgedacht. Und dann stellt sich heraus, Moment, diese Lichtgeschwindigkeit hat ja auch eine Bedeutung für die Dynamik von Teilchen, ne? Wird dann erst von Einstein formuliert. Also die Einsteinsche Relativitätstheorie sagt ja, ich kann Massen nicht über die Lichtgeschwindigkeit hinaus beschleunigen. Aber warum eigentlich? Gibt es da einen Grund aus der Newtonschen Mechanik heraus? Nein. Newton hat nicht vorhergesehen, dass da irgendeine Grenzgeschwindigkeit gibt. Es gibt aus der Newtonschen Mechanik überhaupt keinen Grund, warum man die nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit machen könnte. Also haben wir eigentlich eine Anomalie. Haben wir eigentlich was nicht funktioniert an der Theorie, was man dann mehr oder weniger über die Jahrhunderte repariert hat mit einer Postulat, okay, da gibt es eine Grenzgeschwindigkeit, über die können wir heute nicht hinaus. Aber Grund ist es eigentlich nicht. Und eine weitere Anomalie ist eben in der Quantenmechanik. Wenn wir zum ganz, ganz Kleinen gehen, da sehen wir plötzlich, ja, Atome, die lassen sich nicht so gern einsperren auf kleinen Längen. Und auf kleinen Zeiten, dann spielt sie auch verrückt. Da gibt es so eine Unsicherheit. Ja. Die Leute nennen das dann Zufall oder Quantenfluktuationen. Aber warum eigentlich? Spricht ja aus der Newtonschen Mechanik auch, das hat ja keiner vorhergesehen. Ja? Im Gegenteil, der gute Newton hat erst die Mathematik entwickelt, wo die Differentialrechnung und Infinitesimalrechnung, wo alle Physiker und Mathematiker ihre Theoreme damit beweisen. Ja? Und die Mathematiker sind glücklich damit und die Physiker kommen und sagen, ja, auf kleinen Längen müssen wir mal so Quanteneffekte berücksichtigen. Ja, das ist ja eigentlich eine Ausrede. Es gibt ja
keinen Grund aus der Sache selbst heraus, warum die Physik sowas bräuchte, warum die nicht funktionieren kann. H, diese Konstante ist eigentlich auch eine Anomalie. Also auch diese Planck'sche Konstante müssten wir hinterfragen. Und jetzt wird es natürlich grausam. Was ist, wenn H und C auch Zeichen dafür sind, für etwas noch Unverstandenes? Dann müssen wir eigentlich die Frage stellen, ja, waren die Annahmen von Newton über Raum und Zeit denn richtig? Können wir automatisch davon ausgehen, dass da so etwas gibt wie einen dreidimensionalen Raum und eine eindimensionale Zeit, die fließt da hin und dann passieren schöne Dinge? Ist das das richtige Weltbild? Natürlich, ich rede jetzt nicht davon, Einsteinsche Relativitätstheorie, dann wird der Raum verzerrt und so. Das ist auch für sich eine wichtige Theorie. Aber es ist nach wie vor auf diesem Paradigma, auch Einstein ist nach wie vor in dem Paradigma, da gibt es einen dreidimensionalen Raum und da gibt es eine Zeit und da passiert irgendwas. Ist das wirklich richtig? Oder sind es vielleicht nur Kategorien, die uns als menschliche Wesen am leichtesten verständlich erscheinen, dass wir das beschreiben mit Raum und Zeit? Gibt es mathematische Strukturen, die vielleicht noch einen Tick verborgener liegen, die wir einfach noch nicht verstanden haben? Das ist also ein bisschen, ja, furchterregende Konsequenz eigentlich aus diesen Gedanken, aber ich kann sie Ihnen nicht verschweigen, das geht mir im Kopf herum. Und ja, ich denke, dass grundsätzliche Fortschritte die Physik aber nur macht, wenn sie über Naturkonstanten wieder nachdenkt und wenn sie zurückkehrt zu diesem naturphilosophischen Zugang eigentlich. Nicht nur große Kollaborationen, die jetzt was messen, sondern die Frage nach dem Warum. Und wenn man jetzt nochmal zurückkommt zur Ausgangsfrage, wie ist denn das eigentlich mit den Ideologien in der, und können wir denen überhaupt einen Vorwurf machen, wenn die eine Ideologie haben? Die haben eine Ideologie, aber große Gruppen brauchen nun mal eine Ideologie, um vernünftig zusammenarbeiten zu können, dann taucht die Frage auf, ja, kann man in großen Gruppen überhaupt Wissenschaft machen? Oder ist das ein bisschen ein Widerspruch in sich, so große Gruppen mit sozialem Druck? Und wenn Sie jetzt auf die Wissenschaftsgeschichte schauen, diese großen Fortschritte, die kamen alle von einzelnen Visionären. Da kam nicht eine Naturkonstante von irgendeiner Arbeitsgruppe, die vorgeschlagen hat, oder von einem Exzellenzcluster oder so. So ist halt die Wissenschaftsgeschichte gelaufen. Und ich denke, das muss man ein Stück weit anerkennen und sich auch bewusst sein, diese Wissenschaft hat total ihren Charakter verändert. Natürlich ist da einiges passiert in der Welt. Stellen Sie sich vor, die Entwicklung der Atombombe. Ja? Früher waren das ein paar Leute im Elfenbeinturm, die man ernst genommen hat oder auch nicht. Und plötzlich entscheiden die, wer die Macht hat auf der Welt. Ja? Das hat die Physik unglaublich verändert, denke ich. Und seitdem ja, hat sich das Paradigma durchgesetzt, wir machen hier große Gruppen, wir machen Experimente, wir beschreiben das weiter, wir gehen an die Grenzen der Technologie, die teilweise fantastisch sind, die muss man auch respektieren. Aber es ist eigentlich nicht mehr die Wissenschaft der bis zu den 1930er Jahren, die man vielleicht besser Naturphilosophie nennt. Ja? Die Wissenschaft, die Einstein betrieben hat, die Dirac betrieben hat, Schrödinger und Ernst Mach, das ist eine andere Sache. Ja, das wäre soweit der Ausblick und Sie können das noch ein bisschen genauer nachlesen, meine Gedanken. Da sind Teile davon in Annalen der Physik mehr erschienen über diese variable Lichtgeschwindigkeit, über diese alten kosmologischen Theorien. Und dann habe ich also wieder so ein bisschen tragischen Zufall, den ich nicht erwähnt habe, dass Dicke sich auch wieder geirrt hat, eigentlich an einer kleinen wesentlichen Stelle, weswegen das nicht bekannter geworden ist. Und dann habe ich noch einen Schüler von mir, der eine ganz tolle Idee dazu hatte, wie man mathematisch die Theorien eigentlich noch ein bisschen näher bringen konnte. Und
Das wäre jetzt noch ein bisschen ausgearbeitet, diese Idee von Einstein 1911, wie man die ausbauen kann, die hat einige sehr, sehr interessante Konsequenzen. Wie gesagt, man müsste sich ein bisschen auseinandersetzen, aber es ist tatsächlich eine gleichwertige Formulierung der allgemeinen Relativitätstheorie. Sie realisiert das Mach'sche Prinzip und für die Kosmologen vielleicht interessant, es würde bedeuten, dass die Rotverschiebung, die kosmologische, insofern eine Illusion ist, dass es eben nicht eine materielle Expansion des Kosmos darstellt, sondern die Massen im Wesentlichen an der gleichen Stelle bleiben. Nur Licht expandiert, es werden mehr Massen sichtbar, es wird dadurch die Lichtgeschwindigkeit kleiner und dadurch, dass sie kleiner wird, sehen wir dieses entfernte Licht dann rot verschoben. Das wäre also eine insofern eine alternative Erklärung der Hubble-Rotverschiebung und ich denke auch konzeptionell ein einfaches, attraktives Modell, weil es begründet, warum wir das heute so sehen müssen mit der Rotverschiebung des Universums. Was für einen Grund hat das Universum gehabt, nach dem Urknall auseinanderzufliegen? Wo hat es die Energie her? Das weiß keiner. Ja? Wir beschreiben das heute. Aber hier wäre eine gewisse Notwendigkeit vorhanden, dass man sagt, ja, Licht hat gar keine Möglichkeit, sich anders als sich auszubreiten. Und deswegen kommt diese Rotverschiebung durch eine Veränderung des Lichts zustande. Und die dunkle Energie, diese ganzen Bauten, die man jetzt errichtet hat, diese ganzen Anomalien, die es inzwischen gibt, da gibt es ja nicht nur die dunkle Energie, es gibt den Galaxien-Bias und es gibt den Evolution Factor of Galaxies und weiß der Teufel was, diese Parameter der Kosmologie. Ich sage jetzt nicht, dass man die jetzt mit einem Federstrich erklären kann, aber wir müssen einfach zurückgehen und das Modell hinterfragen an der Stelle. Ja, das ist nochmal mein Buch in dem damaligen Cover mit der Galaxie NGC 1672. Später ist es dann nochmal in anderer Aufmachung erschienen. Und das Buch hatte der Herr Keller auch schon gezeigt, glaube ich, auf dem Holzweg durchs Universum. Das ist 2013 schon erschienen, übrigens das Higgs-Fake über die Komplizierungen der Teilchenphysik und meine Erfahrungen damit. Und hier ist also das letzte Buch über diese kosmologische Idee von Mach, Einstein, Schrödinger, Dirac, Schammer und Dicke. Ich glaube, wenn Sie jetzt nicht gleich heute in der Viertelstunde glauben, das ist Ihr gutes Recht. Und da muss man tiefer einsteigen. Aber ich glaube, was niemand bestreiten kann, wenn er sich diese Veröffentlichungen ansieht, das sind wirklich die gleichen, die ähnlichen Gedanken, die gleichen Formen teilweise, die wussten nichts voneinander. Da müssen wir eigentlich heute nachschauen, ob da was dran ist. Vielen Dank.